Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und ja, da ist ein Paket für mich angekommen und zwar die neue Pinkbox. Yay, ich freue mich so. Also wenn du Bock drauf hast, das Schätzchen mit mir auszupacken und gegebenenfalls auszutesten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe sie jetzt schon aus ihrem Karton befreit und habe jetzt hier vor mir ja, die Pinkbox an sich, ein Magazin und Kärtchen und keine Ahnung, das zeige ich euch noch. Und hier auch ein Kärtchen, da steht drauf, liebe Claudia, heute erhältst du die Pinkbox Flower Power. Oh cool. Passend dazu mein Schal mit Blümchen drauf. Ein Highlight, oder? Steht hier auch so auf Loop-Schals. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken und Ausprobieren. XOXO Charlotte vom Pinkbox-Team. Dankeschön, Charlotte. Ich freue mich immer wieder. Ach ja. Das ist echt cool. Pinkbox kommt monatlich, genau wie Glossybox auch, kostet ungefähr 15 Euro oder wenn du die im Jahresabo holst, 12,50 Euro. Da sind dann immer so Sachen drin, Beauty, Pflege, dekorative Kosmetik, ein bisschen Lifestyle ist da auch manchmal mit drin. Also wir gucken mal. So, dann habe ich hier als allererstes von Ravensburger, lass mich nicht los. Ja, das ist eine Leseprobe. Dann habe ich hier drin drei Kärtchen und das finde ich total super. Ich mag solche Karten. So, Karte Nummer 1. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Also kleine Bäume, vielleicht Bambus oder Blumen. Na gut, Gras. Gras geht. Ja, das ist mein Humor. Das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Hat das Blümchen einen Knick? War der Schmetterling zu dick? Oder halt ganz klassisch Hello Spring. Und ich mag einfach dieses, diesen Print hier auch drauf, ne? Den Schriftzug. Ach, das gefällt mir. Mag ich. Toll. Werde ich verwenden. Geile Sache. Dann habe ich hier so ein Gutscheinheft drin. Dann habe ich hier das Couch-Magazin drin. Das ist von März 2019. Das ist halt also auch die aktuelle. Kostet normalerweise 2,60 Euro. Und was mich am meisten bei diesen Magazinen interessiert, neben ein paar Artikeln, sind Proben. Pinkbox. ja, machen wir die mal auf. Also das ist das klassische Design, das ist jetzt kein Special Design. Hier steht im Deckel immer drin, du bist schön. Das finde ich einfach ansprechend. Ich mag sowas. Ich mag Komplimente. Heutzutage gibt man viel zu wenig Komplimente und man weiß auch gar nicht mehr, wie man mit Komplimenten umzugehen hat. Das ist echt interessant. So, so sieht sie aus. Kommt mit einem pinken Schleifchen daher und einem schwarzen Seidenpapier. Und jetzt mache ich das, was ich immer bei Boxen mache. Ich halte meine Nase rein. Irgendwas riecht da drin zitrisch. Das ist jetzt nicht so geil. So, hier auf dem Klebi steht immer drauf With Love, also mit Liebe verpackt. Das finde ich auch immer sehr schön. Und so sieht das gute Schätzchen aus. Was mir zuerst auffällt bei diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ist nicht nur das Motto, sondern auch, dass sich scheinbar das Pinkbox-Logo verändert hat. Sonst war das Pinkbox-Logo ja so, wie es hier auf der Pinkbox draufsteht und es scheint sich verändert zu haben. Liebe Pink Lady, gibt es eigentlich eine Frau, die Blumen nicht liebt? Ob Rosen, Narzissen, Maiglöckchen oder Lilien, zum Valentinstag, zum Geburtstag oder einfach so. Blumen kommen nicht nur in allen erdenklichen Formen und Farben daher, es gibt auch unzählige Anlässe, um diese zu verschenken. Doch Blumen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern spenden den Beauty-Highlights aus der Flower Power Box auch den ein oder anderen Wirkstoff oder Duft. We like. Wir wünschen dir viel Spaß beim Schnuppern und Ausprobieren, dein Pinkbox-Team. Dann greife ich mal rein und nehme als erstes das raus, was wir jetzt alle auch gerade schon gesehen haben vorne. Und zwar ist das von Peony Cult Lashes Mascara for Thick Bouncy Lashes. Das ist eine Mascara, Leute. Die ist cruelty-free, also in dem Sinne tierversuchsfrei, ohne Parabene, ohne Gluten. Das finde ich auch interessant. Gluten in der Mascara. Cult Lashes, also die kommt sehr, sehr unscheinbar daher. Das ist jetzt keine spezielle Verpackung, jetzt zum Beispiel bei Benefit oder teilweise auch bei Essence haben die ja sehr spektakuläre Verpackungen. Die ist jetzt sehr, sehr schlicht gehalten. Die hat ein ganz normales, simples Bürstchen. Das ist, ne, also einfach so ein Synthetikbürstchen. Das ist nichts Aufregendes. Und die riecht wie eine normale Mascara, aber ein bisschen süßer, finde ich fast schon. Wisst ihr was? Ich mache mal eben meine Mascara runter und dann machen wir die kurz zusammen drauf. So, ja, jetzt sehe ich ein bisschen verheult aus, weil irgendwie ich war zu faul, um aufzustehen, um mir meine normalen Mikrofasertücher von Norville zu holen, diese Pads. Ja, und habe das jetzt mal hier mit diesen Baby Love Einmalwaschlappen gemacht. Und ja,
Funktioniert wohl ganz gut. Wie ihr seht, hat es ja runtergenommen, aber ich finde, man reibt einfach so viel. Ne? Ich mache das viel lieber mittlerweile mit diesen Mikrofasersachen, die ich dann auch waschen kann und so. Ne? Aber für solche Gelegenheiten habe ich die ja hier auch liegen. So. Hier ist die Mascara und dann probieren wir die mal aus. Ich bin auch wirklich gespannt, wie die so ist. Also, wir gucken noch mal kurz drauf, was die machen sollte. Die soll die Wimpern dicker machen und bouncy. Bouncy ist geschwungen, glaube ich, ne? So, das ist die Schicht Nummer 1. Sehr, sehr natürlich, ne? Aber sie bringt Schwung in die Kiste, ne? Siehst du? Also, es macht so ein. So sieht dann die zweite Schicht aus. Immer noch sehr natürlich, gibt aber auf jeden Fall Volumen und Länge. Von Wimpernverdichtung merke ich persönlich noch nicht allzu viel, aber sie macht einen Schwung. So sieht man das vielleicht ganz gut hier an der Seite, ne? Wenn ich so das Weiße jetzt hinter mir habe. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und jetzt mache ich meine letzte Schicht drauf. Ich habe übrigens bei der zweiten Schicht auch den unteren Wimpernkranz getuscht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, jetzt so mit der dritten Schicht sieht das nicht besser aus als mit der zweiten Schicht. Also die zweite Schicht sah besser aus, weil jetzt habe ich so diesen Fliegenbeineffekt, ne? Also ich habe jetzt extrem lange Wimpern dadurch bekommen, das auf jeden Fall. Das lässt sich nicht abstreiten, aber ich finde, dass da Fliegenbeine jetzt gekommen sind. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich jetzt gerade frisch meine Augen abgeschminkt habe und die Mascara noch ganz, ganz neu ist. Aber ich. Die dritte Schicht gefällt mir nicht so gut. Also wenn ich die weiter benutze, was ich ja auch tun werde, ne, also die kommen nicht weg, dann auf jeden Fall nur mit zwei Schichten. Oder ich benutze sie in Kombination mit einer anderen Mascara. Ich weiß aber noch nicht mit welcher zusammen, weil die jetzt hier halt echt lange Wimpern macht. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Naja, aber auf jeden Fall ein Produkt, was jetzt als erstes mit in der Box war. Als nächstes habe ich hier von Bilou eine Schaumlotion drin. Pflegender Cremeschaum. Snow Rose ist hier die Duftreihe. Ich glaube, das hatte ich schon das ein oder andere Mal in den Händen, aber habe mir das dann echt verkniffen, das zu holen. Ich weiß gar nicht warum. Der Cremeschaum ist feuchtigkeitsspendend und 100% vegan. Das finde ich auch cool. Das rieche ich doch jetzt mal. Und das scheint dann wirklich einfach eine Bodylotion zu sein, eine Creme-Bodylotion. Riechst du jetzt so nichts durch? Okay, man soll den erstmal schütteln. Wow. Seitdem ich letztens meinen Nivea einen Cremeschaum aussortiert habe, bin ich ja nicht mehr so glücklich über ja, Lotion-Schäume, wie auch immer. Er riecht schon mal ganz gut. Ja, sehr, sehr pudrig, sehr angenehm. Das gefällt mir richtig gut. Und das Hautgefühl jetzt, wenn ich das so eincreme, ich krempel mal noch ein bisschen höher, weil das verteilt sich, das ist jetzt sehr ergiebig gerade gewesen. Aber es zieht schön ein. Also das hinterlässt auch eine schöne, weiche Haut. Und es riecht sehr dezent, sehr angenehm. Snow Rose. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber cool. Ja, ne? Den werde ich jetzt, wenn mein nächstes. Ja, sehr bald ist mein Balea Warm and Cozy leer. Dann werde ich den hier verwenden. Cool. Passt auch jetzt, weil es ja wieder anfänglich sehr kalt wird. Also mit Frühling und Blumenblühen ist jetzt ja gerade nicht mehr so viel. So, dann nehmen wir das nächste raus. Ach was. Auch von Bilou. Daisy Hands. Ich und Handcreme, ne? Ich habe so viel Handcreme, ich brauche keine Handcreme mehr, leider. Ja, egal. Fliegender Handschaum, genau. So sieht der aus. Ja, er ist pink oder rosa, das finde ich schon mal sehr angenehm. Wir schütteln das erstmal. So, dann mache ich mir den mal drauf. Wow, oh, guck mal. Der kommt jetzt ein bisschen intensiver hier raus. Das finde ich cool. Und der riecht aber ganz süß. Oh, lala. Der riecht nach Weingummi oder so. Der ist jetzt natürlich ein bisschen dickflüssiger, weil Handcreme ist ja generell etwas dickflüssiger als ja, Bodylotion. Weil Creme und Lotion ist ja auch mal ein Unterschied, ne? Aber wir gucken mal, wie schnell der jetzt einzieht. Der Geruch gefällt mir aber nicht so gut. Jetzt so auf der Haut riecht das so ein bisschen wie. Ach, sehr künstlich. Sehr, sehr künstlich. Irgendwie auch so einen komischen Unterton vom Geruch her, den ich so gar nicht zuordnen kann und gar nicht mag. Den mag ich nicht so gerne vom Geruch. Naja, aber er ist jetzt ziemlich schnell eingezogen und ne, das heißt, ich denke, dass ich das dann schon weiterverwenden werde, weil auch gerade meine Handcreme aus der Handtasche leer gegangen ist. Aber ja, werde ich halt verwenden, aber gibt halt auch Besseres im Leben. So, dann habe ich hier noch was drin, was ich jetzt auch schon mal getestet habe und jetzt nicht so davon überzeugt bin, und zwar von Wild 7. Die Duschbomben, das ist einmal voller Energie mit Orange und einmal gute Laune mit Rose.
Die mit Rose habe ich auch tatsächlich schon mal verwendet. Die hatte ich, glaube ich, in meinem InStyle-Box oder Brigitte-Box-Adventskalender. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall kannst du dir das einfach unter der Dusche in deine Duschwanne unten reinmachen. Ich habe eigentlich gedacht, boah, geil, da kommt dann dieses Kabumm und du hast, ne, Schaum da drin. Null. Du hast nur so ein bisschen Duft und der Duft von Rose war nicht mal so geil. Also einigermaßen, aber das blubberte dann auch nur so vor sich hin. Also von dem Erlebnis her war das nicht so ultra. Also die beiden werden definitiv nicht bei mir bleiben. Ich weiß, dass andere Leute da definitiv glücklicher mit sind und die auch gefeiert haben und keine Ahnung, aber bei mir werden die zwei Hübschen hier nicht bleiben. Als Sidekick oder wie auch immer von Bilou habe ich jetzt hier von Colors, von Bitik, von der lieben Ducky Bee tatsächlich, einen Lipgloss mit drin. Oder ein Liquid Lipstick. Das ist, Alter, das ist holographisch. Wow. Ich habe ja schon einen von ihr, den ich auch ehrlich gesagt mag. Ne? Also der gefällt mir wirklich gut. Und das hier ist jetzt holographisch. Oh mein Gott. Ja, die Farbe High, also hochholographisch. Und ist wahrscheinlich eher als Lip Topper zu sehen. Aber ich mache ihn mir jetzt mal solo auf die Lippen. Das ist so ein Pinselchen hier drauf. Warte mal. Kann ich dir doch hier mal so, dann siehst du das auch richtig, wenn ich den swatche. Ui, das ist klebrig, ne? Und der holografiert vor sich hin. Wow. Sieht aus wie ein zermatschter Regenbogen. Wahnsinn. Jetzt rieche ich meine Handcreme. Das ist natürlich blöd. Riecht künstlich. Nicht süß künstlich. Ich mache ihn mal auf die Lippen und dann gucken wir mal, wie er dann riecht. Und aussieht vor allem. Ja, also wenn ich den so solo auf die Lippen mache, sieht er auch tragbar aus. Ne? Das ist so ein ganz leichter holographischer Schimmer dabei, aber nicht so intensiv, wie ich jetzt befürchtet hatte, weil, oh, ist das süß. Der schmeckt irre süß. Ei, den muss ich mir dann ganz oft nachtragen, weil ich den aufessen werde. Der schmeckt echt gut. Wenn ich das jetzt so, hier so sehe, changiert er Gott sei Dank nicht so extrem auf meinen Lippen, weil das wäre auch echt unnatürlich. So hast du wirklich einen ganz dezenten Glow drauf. Du hast einen Lipgloss einfach. Du kannst ihn wahrscheinlich super über irgendwelche anderen matten Lippenstifte drüber machen. Ich muss mal eben den Spiegel wegmachen hier. Aber auch solo sieht er gut aus. Der gefällt mir. Den finde ich echt gut. Der ist Gott sei Dank auch nicht so intensiv wie dieser Swatch hier auf meiner Hand. Seht ihr das? Das ist nämlich so gelblich-orange. Und auf den Lippen ist das einfach. Es passt. Es passt einfach. Aber ich will ihn auch essen. Boah, der geht so richtig in den Mund rein, ne? Nom, lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt irgendwie tierversuchsfrei ist oder vegan oder keine Ahnung. Er schmeckt auf jeden Fall gut. Und ich finde ihn cool. Also, ja, nice. Und schon das zweite dekorative Kosmetikprodukt hier drin. Und hier habe ich noch das letzte Produkt in der Box und dann ist sie leer. Ja. Und auch das ist dekorative Kosmetik. Alverde, Leute. Alverde und ich waren bislang noch nicht die größten Freunde. Mal gucken, ob dieser, nennen wir es mal Blush, Secret Rose Shimmer Rouge, aha, lässt ihre Wangen strahlen. Mit Macadamia und Olivenöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Mit Olivenöl? Ist das jetzt irgendwie ein Cremeprodukt? Bitte nicht. Es riecht schon mal gut. Es riecht süß. Oder sind das meine Lippen? Ich weiß es nicht. Und es hat ne? Drei verschiedene Farben. Etwas heller, dann etwas mehr ins Pinkstichige und etwas mehr ins Taubfarbene. Ja, und den kann man sich dann entweder, je nachdem, welche Farbe du haben willst, auftragen oder halt zusammen. Meine Pinsel befinden sich größtenteils immer noch in der Wäsche, deswegen nehme ich jetzt hier eigentlich so einen Puderpinsel. Aber ich fand, dass der jetzt farblich zu dem ganzen Konzept hier gut gepasst hat. Das ist von I Heart Makeup einer. Und ich gehe jetzt mal hier komplett rein. Hätte ich das vorher swatchen sollen? Nein. Ich gebe mir das hier mal auf die Wangen auf. Und da ist nicht so viel, ne, was da drauf kommt. Sehr dezent. Wirklich sehr, sehr dezent. Ne? Wenn man so den Unterschied sieht, ist schon Farbe da, aber wirklich sehr dezent. Das heißt, wenn ich ihn benutze, muss ich da ordentlich reingehen, nicht abklopfen und richtig aufgeben. Erst ein bisschen tupfen, dass es überhaupt in die Haut reinkommt und dann ein bisschen verblenden. Aber viel kommt da nicht. Und vom Farbton ist es natürlich auch sehr hell.
Und das sag ich. Also das ist sehr, sehr pinky, finde ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so auch im Video rüberkommen wird. Also ich swatch mal alle drei Farben. So sehen die Swatches zu den Farben aus. Vom Swatch her sieht das eigentlich alles sehr vielversprechend aus, ne? Aber gut, es schimmert auf jeden Fall. Sagt das ja auch hinten drauf, dass es ein Schimmerrouge ist. Aber irgendwie vom Farbton ist das nicht so meine Welt. Ja, ihr Lieben, und das war's auch schon. Also normalerweise hast du fünf Produkte in dieser Box mit drin. Hier haben wir jetzt, glaube ich, die beiden Bilou-Produkte als ein Produkt zusammengefasst und die beiden Badebomben, Duschbomben vielmehr. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert ist. Also ich würde jetzt mal sagen so, na, wir sagen mal 40, 45 € ungefähr. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Dann siehst du auch tatsächlich, wie viel die ganzen Sachen wert waren. Du solltest dir immer im Hinterkopf behalten, dass du für die Box tatsächlich 15 € bzw. 12,50 € bezahlst, was deutlich geringer als das ist, was du dann letztendlich an Wert bekommst. Dann ist es auch mal zu verknapsen, wenn das ein oder andere Produkt nicht so dem eigenen Geschmack entspricht, sage ich mal. Ja, denk auf jeden Fall an die Verlosung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox drin. Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Du musst mir irgendwie sagen, zeigen, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest. Sei es, dass du wirklich aktiv in deinen Kommentar schreibst, hey, ich möchte teilnehmen. Oder dass du irgendeinen Hashtag verwendest. Keine Ahnung, Hashtag Flower Power zum Beispiel. Ja, ne? Dann weiß ich Bescheid. Und sichtbarer Abonnent sein, denn ja, die Verlosung ist für meine Abonnenten, ne? Das ergibt Sinn. Ja, ich fand, dass die Produkte definitiv zum Thema gepasst haben. Alles war sehr blumig, frisch, rosa, süß, ne, sowas halt in der Art, aber auch Pflege, viel dekorative Kosmetik. Das hat mir sehr gut gefallen. Von daher, ja, die Produkte an sich passen zum Thema. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!